Primal Rage ist eine der bekannteren Prügelspielmarken. Anstatt mit menschlichen Kämpfern schlägt man sich hier mit Monstern gegenseitig auf die Umme. Was kann es da Besseres geben? Das Spiel erschien auch auf dem Game Boy. Aber kann der kleine Handheld auch Prügelspiel? Was taugt Primal Rage für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Probe Entertainment Limited programmiert und von Time Warner weltweit 1995 veröffentlicht. In Japan erschien das Spiel nicht. Neben dem Game Boy erschien das Spiel auch auf quasi allen Systemen der Zeit. Es gab insgesamt 11 Portierungen. Es gibt sogar eine Hintergrundgeschichte. Ein Meteor hat die Erde verwüstet. Die wenigen Menschen, die überlebt haben, leben quasi wie in der Steinzeit. 7 riesige Kreaturen erscheinen und werden von den Menschen als Götter verehrt. Und was machen Götter so? Natürlich sich gegenseitig bekämpfen, um noch mehr Anhänger zu bekommen. Wie schon erwähnt ist Primal Rage ein Prügelspiel. In 1 gegen 1 Kämpfen kloppt ihr euch gegenseitig mit den verschiedenen Urzeitkreaturen gegenseitig aufs Fressbrett. Besonders sind natürlich die verfügbaren Kämpfer, die alle einen einzigartigen Stil haben, oder zumindest fast. Im Vergleich zu anderen Versionen wurde allerdings ein Kämpfer entfernt. Vertigo, das schlangenähnliche Wesen, hat es in das Spiel leider nicht geschafft. Ich schätze mal, dass sie einfach zu aufwendig für das System war oder ähnliches. Euch stehen also insgesamt 6 Urzeitkreaturen zur Verfügung. Den großen Affen Blizzard, Sauron den T-Rex, Amadon den Stacheldinosaurier, Diablo, der auch einem T-Rex ähnlich sieht, Chaos ist ein weiter Riesenaffe und Talon sieht einem Raptor am ähnlichsten. Leider sind die Spielemodelle der Affen und der T-Rexe exakt dieselben. Alle steuern sich etwas anders, wobei die Unterschiede nicht allzu groß sind. Im Kernspielmodus wählt ihr euch also ein Monster aus und ihr müsst der Reihe nach die anderen besiegen, um das Obermonster zu werden. Das Ende des Spiels ist aber leider nicht sehr gut gelungen. Ihr bekommt eine simple Texteinblendung, Word Domination und danach ein Game Over. Da hätte man sich als Belohnung vielleicht etwas Besseres überlegen können, eine schöne Grafik oder ähnliches. Mit 2 Tasten ist die Steuerung natürlich simpel geraten. Ein Tritt und ein Schlag gibt es. Und natürlich könnt ihr auch durch bestimmte Tastenkombinationen besonders mächtige Attacken ausführen. Es haben auch die Finishing Moves aus der Spielhallenvorlage in das Spiel geschafft. Im Optionsmenü könnt ihr dann auch euer Spielerlebnis anpassen und so den Schwierigkeitsgrad, Rundenlänge und so weiter für euch richtig einstellen. Die Steuerung geht bei dem Ganzen eigentlich in Ordnung. Eure Kämpfer führen immer das aus, was ihr wollt. Das Spiel hat jedoch ein anderes Problem und das ist riesig. Die Kollisionsabfrage. Immer wieder hat man das Gefühl, dass der Angriff doch eigentlich gesessen hat, aber keinen Schaden verursacht. Das ist auf Dauer echt frustrierend und resultiert leider daraus, dass die Kämpfe eher zum reinen Buttonmashen verkommen. Taktisches Vorgehen bei den Duellen ist weder nötig noch großartig möglich. Aber nicht nur das stört, sondern auch die Technik im Allgemeinen. So richtig rund läuft das Spiel nicht und so vermag kein großartiger Spaß aufzukommen. Hier wurde offensichtlich mehr Wert auf die Optik als auf das Gameplay gelegt. Die Portierung auf den Game Boy hätte man etwas besser machen können und auf jeden Fall besser anpassen können. Die Grafik ist für den Game Boy okay. Hier mussten natürlich einige Abstriche bei der Portierung vorgenommen werden, aber gefühlt hätten die auch alles besser machen können. Vor allem die Hintergründe sind teilweise nicht gut angepasst, da alles zu einer Pixelpampe verkommt. Der Sound ist echt nicht gut geworden. Die Musik ist, naja, nicht so toll und die Effekte sind auch nur auf die Basics beschränkt. Da hätte man auf jeden Fall mehr aus dem System herausholen können. Was taugt Primal Rage für den Game Boy also heute noch? Ich kann euch auf jeden Fall zu einer anderen Version raten. Das Spiel ist leider nicht sehr gut auf den Game Boy portiert worden und ihr solltet einen weiten Bogen um das Spiel machen. Wenn ihr einen Launing-Prügler auf den grauen Handheld sucht, seid ihr hier auf jeden Fall an der falschen Stelle. Das war der Test zu Primal Rage für den Game Boy. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Eine neue Folge kommt immer Montag und Donnerstags. Wenn ihr keine verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Und natürlich freue ich mich immer über Daumen und Kommentare. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.